Ich muss so kurz lachen. Okay. Awkwardness-Skala, ganz weit oben sind wir heute. Ja, auf jeden Fall. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Freiderland. Das ist schon die 5. Episode. Ja, wie immer passiert hier richtig viel auf dem Hof Freiderland und auch in diesem Video werden wir euch ein bisschen von allem zeigen. In diesem Video geht es einmal um unseren Besuch, den wir bekommen haben und... Au! Und es geht um diese Pflanze. Ja, außerdem zeigen wir euch, was man hieraus alles machen kann. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ich bin da auch richtig gespannt drauf. Bislang habe ich mich nur verbrannt an den Dingern. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, woher das mit den Wikingern kommt. Und auch das wird euch Freya in dem heutigen Video einmal zeigen. Ja, viel Spaß euch dabei. Wir sind jetzt beim Holzplatz angekommen. Und gerade laufen auf dem Hof Freiderland ziemlich viele Aufräumaktionen. Und ihr fragt euch vielleicht, warum. Wir kriegen an diesem Samstag ziemlich wichtigen Besuch. Uns besucht ein Fernsehteam. Wir haben das davor noch nie gemacht. Ich sehe dich genau, Carsten. Wir sind ja schon manchmal ein bisschen nervös, so mit euch zu sprechen. Und genau, die Nervosität, die steigt gerade exponentiell an. Das ist das erste Fernsehteam, was bei uns vorbeikommt und unser Projekt sich mal anguckt, was wir hier so machen. Genau, und da dachten wir uns, räumen wir jetzt einfach mal diesen Holzplatz auf, damit das hier alles so ein bisschen ordentlicher aussieht. Kommt mit! Die Bäume, die wir hier verarbeiten, stammen von Sturmschäden oder aus der Knickpflege. Und das Holz dient als Brennholz oder für verschiedene Bauprojekte. Ich brauche ja fast schon einen, der mit hochhebt. Du kannst ja auch, wenn du ihn einmal so runternimmst und dann mit Schwung wieder über die Schulter und hoch. Ja, okay. Ja, genau. Ja, ach so. Genau. Okay, probier. Übertreib halt da. Ja, okay. Okay. Okay, da sind Profis am Werk. Angeber, ne? Wie man Angeber. Sieht, Angeber, genau. Da ist er. Da haben wir den Angeber gefunden. Da ist er. Aber jetzt weißt du, wie es geht. Ja, toll. Ja. Danke. Auch die Technik. Hey, krieg den schon durch. Ja. Warte mal. Oh Gott, wieso habe ich mir eigentlich so ein riesen Ding ausgesucht? Den wollte ich an die Stadt hacken. Warte mal. Da muss ein bisschen Öl ran. Warum? Dann flutscht das besser. Okay. Das war jetzt nicht so toll. Wow. Wir sind noch nicht fertig, aber ich glaube, körperlich reicht es für heute. Genau, ja. Jetzt 9:30 abends, ja. Aber sieht schon ganz cool aus. Ja, wollt ihr mal sehen? So, ja, wir haben schon richtig viel gehackt und gesägt. Carsten war fleißig. Nice. Wir zeigen euch jetzt mal, wo das ganze Holz gestapelt wird. Ich bin eigentlich jetzt zufrieden. Ja, bist du happy? Ja. Sehr gut. Super Ergebnis. Ich finde auch. So, wir zeigen euch jetzt gleich einen ganz besonderen Besuch. Und zwar hat uns das ZDF besucht. Und zwar drehen die eine Doku über nachhaltiges Reisen, unter anderem auf WOOF. WOOF steht für Worldwide Opportunities on Organic Farms. Ja, und da machen wir mit als Gastgeberhof. Und ja, wenn ihr darauf Lust habt, das wird im Juli ausgestrahlt, am 2. und am 24. Juli. Mehr Daten haben wir auch noch nicht und falls wir die haben, geben wir die natürlich direkt an euch weiter. Wie das so hinter den Kameras aussieht, das zeigen wir euch jetzt. Jetzt geht's hier gleich los. Every time I look around, I hope to find you looking back at me. You're everything I ever hope to see. In the morning, when I get up,
Wish that we could stop and take each day. In the evening, when I get home, always hope to find you all alone and out of harm's way. Wir ernten jetzt erstmal ein paar Brennnesseln. Keine Sorge, wir wissen, Brennnesseln sind richtig gut fürs Ökosystem, aber wir haben den ganzen Wald voll damit. Brennnesseln wurden schon vor vielen tausend Jahren als Heil- und Kulturpflanze benutzt. Brennnesseln haben einen hohen Vitamingehalt und auch einen sehr hohen Eisengehalt, zum Beispiel doppelt so hoch wie bei Spinat. Und auch für die Tiere ist die Brennnessel wichtig, zum Beispiel für die heimischen Falterarten, weil sich die Raupen eben von den Brennnesseln ernähren. Und da nehmen wir euch mit, denn da gibt es ein, zwei coole Tricks, wie man die erntet, ohne dass man sich die ganzen Hände und Arme dabei verbrennt. Und zwar ist der Trick, einfach nicht so anstellen. Rein damit, packen. Au. Und rausziehen und dann hat man das Ding. Nein, dann gibt es noch bessere Tricks, David. Weißt du, wenn man von unten nach oben das anfasst, dann sind die Härchen nämlich, die stechen einen dann nicht mehr. Mutprobe. Am besten so an Stiel. Genau. Und jetzt hast du dich nicht verbrannt. Und was man auch machen kann, ist jetzt einmal, ja, jetzt habe ich mich schon ein bisschen verbrannt, man kann einmal von unten ein bisschen nach oben und da habe ich mich jetzt tatsächlich nicht verbrannt. Nicht? Nein, weil die Härchen, das sieht man auch, die stechen alle nach oben. Und wenn du das so machst, also einmal von unten, dann streifst nach du oben. Die, so. Dann streifst du die Härchen ab. Und dann braucht man, muss man auch gar kein Wikinger sein. Dann schafft das nämlich jeder. Und dann macht ihr immer so und ihr streift alle Härchen ab. Cool, oder? Ja. Wusstest du das schon? Trau dich mal. Hat dir das jetzt weh? Ja. Okay. Das ist aber du musst von unten nach oben. Ja, das geht schon, ne? Einmal hier so. Oh, sorry. So. Profis am Werk mal wieder. So, jetzt unterbrechen wir hier einmal kurz. Das müssen wir kurz klären hier. Made a portrait of you and me. I saw the world through tunnel vision. So, wir nehmen jetzt hier unsere geernteten Brennnesseln und packen die einmal in unseren Heizungsraum, denn wir haben ja eine Solarthermie auf dem Dach und gefühlt ist das da drin wie eine Sauna und das eignet sich perfekt, um die Dinge zu trocknen. Hier hängen jetzt unsere Brennnesseln zum Trocknen. Daraus werden wir dann, sobald sie trocken sind, Sachen wie zum Beispiel Brennnesseltee machen. Man kann sie auch in irgendeine Soße packen oder so. Da sind wir auch noch am Experimentieren. Ja, und dann hoffen wir, dass hier keiner reinläuft, wenn das Licht aus ist und sich das ganze Gesicht verbrennt. Das nehmen wir jetzt einmal hier für unsere getrockneten Brennnesseln, also abzupfen. Okay, der muss jetzt natürlich hier noch ein paar Minuten ziehen, das ist ja klar, kennen wir so. Aber genau, das ist eins der vielen Dinge, die man mit den Brennnesseln machen kann. Und es ist wirklich nicht viel Aufwand. Einfach ein bisschen Zeit, Geduld, bis die Dinge trocken sind. Und hat man einen geilen Tee. Skål! Skål! Ist gut. Man kann aus Brennnesseln auch richtig gute Brennnesseljauche machen. Das haben wir auch schon gemacht. Zeigen wir euch gleich. Brennnesseljauche ist eigentlich ziemlich gut für Pflanzen, die Starkzehrer sind. Also Pflanzen, die sehr viele Nährstoffe brauchen. Das sind zum Beispiel Tomaten oder Kohl oder Kürbisse. Für die ist eben viel Stickstoff wichtig.
Und gerade in jungen Brennnesselpflanzen ist sehr viel Stickstoff enthalten. Und deswegen legt man daraus so eine Jauche an. Die ganzen Gartenprofis unter euch, die kennen das bestimmt schon. Und es ist eigentlich auch keine Rocket Science. Wir haben uns dazu so eine Tonne geholt. Das heißt, wir haben die einmal abgeschnitten, reingepackt in die Tonne, einfach mit Wasser übergossen, so dass die Brennnesseln gerade mit Wasser bedeckt waren. Und dann haben wir das hier 2 Wochen lang einfach gären lassen. Und durch diesen Gärungsprozess kommen diese ganzen Stickstoffe in das Wasser rein. Nach regelmäßigem Umrühren ist die Jauche eigentlich fertig. Wir haben einfach nur die Brennnesselblätter rausgenommen und einfach noch Wasser reingefüllt. Und jetzt riecht die so ein bisschen, aber ganz ehrlich, mich stört das nicht so, weil das gehört einfach zum Garten für mich dazu. Eine gute Jauche ist mit der beste Dünger und hat uns kein Geld gekostet. Und noch ein kleiner Tipp, wir haben auch einen Deckel, der ist wichtig, damit da keine Tiere reinfallen. Und den Deckel, den haben wir einfach nur draufgelegt, sodass immer noch die Luft entweichen kann, die beim Gärungsprozess natürlich in der Tonne entsteht. Genau, deswegen einfach nur locker drauflegen, reicht vollkommen aus. Wenn ich jetzt praktisch meinen Tomaten was Gutes tun will, dann schnappe ich mir so eine Gießkanne, mache die so fast voll. Das Verhältnis ist immer 1 zu 10. Ein Anteil Jauche und 10 Anteile Wasser. David liebt diesen Geruch. Mm. Und dann können wir gleich mal die Tomaten gießen gehen damit. Die freuen sich. Fertig! Und was man sonst aus dem Brennnessel noch machen kann, das zeigen wir euch im nächsten Video. So ihr Lieben, wir haben jetzt einen sehr coolen Gast hier. Der hat uns gerade überrascht und ist jetzt gerade zu Besuch hier. Und den zeigen wir euch jetzt gleich mal. Hi, ich freue mich hier zu sein. Ja. Wer bist du denn? Ich heiße Merlin und ich habe gedacht, ich schaue mal vorbei. Wirklich cool. Ja, ich bin gespannt, was hier so gibt. Ja. Schönes Wetter haben wir auch, top. Merlin hat auch einen YouTube-Kanal. Genau, und dann habe ich gedacht, ich besuche die beiden hier, was heißt beide, hier wohl noch mehr Leute einfach mal. Und ich finde es einfach schön, darum mache ich jetzt mal ein bisschen mit beim Erdbeerenpflanzen. Richtig gut, ja, jetzt geht es an die Erdbeeren. Merlin hilft uns dabei. Danke, Merlin. Ja, bedanke dich lieber danach, so, ja, noch okay, habe ich nichts gemacht. Oh, oh, mal gucken, wie es wird. Ist wie so ein Schatz in deiner Hand. Ja, das ist auch ein Schatz, ganz ehrlich, kein Goldschatz der Welt ist so viel wert wie Nahrungsmittel. Das stimmt. Wir machen gerade bei den Hochbeeten das Gras vorne weg und setzen da dann die Erdbeeren rein. Warum machen wir das? Weil eben das Gras direkt an dem Holz ist nicht so gut für die Hochbeete. Dann halten die auch nicht so lang. Deswegen haben wir uns überlegt, setzen wir ein paar Erdbeeren davor und packen Stroh drumherum um die Erdbeeren. Wir müssen ja, um die Erdbeeren einzupflanzen, erstmal das Gras hier entfernen. Und ich probiere mal, ob man das quasi wie ein Teppich einfach anheben kann. Ja. Mhm. Aber ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich bin hier einfach so ein Besucher, der keine Gartenerfahrung hat und sich wahrscheinlich total zum Affe macht. Nein. Okay, das funktioniert nicht. Mit den Händen geht's auch gut. Eiweiß drin, aber ich habe nicht vor, die zu essen. Wir kommen gleich wieder im Boden. Merlin meint, das ist... Was meinst du, wird das? Ich glaube, das sind Larven, die schon verpuppt sind. Das verpuppte Larve. Sieht so verrückt aus, wie sich hier oben das noch so bewegt, ne, der Kopf. Guck mal. Okay, vielleicht doch noch nicht verpuppt. Ja, vielleicht wisst ihr ja, was das ist. Wir wissen es gerade nicht, was hier raus mal schlüpft. So sehen die aus. Something. Do you know what it is? What is that? I don't know. Wow. It's still like babies. See, the head is moving. Tiny babies. Tiny babies. We're gonna put the babies into the ground. Die kommen gleich in die Erde. Ich bin richtig gespannt, was das ist. Falls jemand von euch eine Ahnung hat, gerne schreiben in die Kommentare. Ich hole jetzt noch ein bisschen Hühnermist, der ist schon über ein Jahr gelagert. Den hat unser Nachbar uns gespendet. Vielen Dank nochmal.
Und den packen wir jetzt auf die Erde, mischen das durch und das ist dann richtig super Dünger für die Erdbeeren. Ja, wir machen den Hühnermist jetzt noch ein bisschen nass. Der ist schon ziemlich bröckelig. Da sieht man es. Und damit der Boden die Nährstoffe auch besser aufnimmt, machen wir den ein bisschen nass. Nom 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 nom. Lecker. Ich fühle mich wie so eine Hexe. Einmal bei Vollmond gegen Uhrzeigersinn umdrehen. Ja. Zwei Krötenbeine und so weiter. Das riecht auch so ein bisschen wie so ein Hexentrunk. Ja, man riecht, dass es existiert, ja, aber. Es existiert. Aber es gibt Schlimmeres. Merlin ist in seinem Element hier. Ja, im Pflanzelement. Ja, ich liebe das einfach. Einmal drumherum. Boah, bei dem Wind verliert man schon die Hälfte, wie volle Ladung abbekommen. Solange sie in die Augen geht, ist alles gut. Ja. Das rundet das Ganze nochmal so ab. Man hat mehr das Gefühl, so jetzt ist es sauber und gut. Erdbeeren sind im Boden. Merlin hat richtig gut mitgemacht. Genau. Ich bin stolz auf mich. Kein Problem. Hat Spaß gemacht. Merlin und ich werden jetzt die ersten Radieschen im Jahr ernten und ich bin schon richtig gespannt, wie die schmecken. Merlin, bist du auch gespannt? Oh, sehr gespannt. Morgen. Moin. Okay, dann lass uns mal zu den Radieschen laufen. Man sieht die nämlich schon aus der Erde hervorgucken. Schaut mal. Schön. Da sind sie schon. Es ist immer wieder schön, einfach zu sehen, wie so eine Pflanze wächst. Ja, das ist richtig cool, wenn man die so vorgezogen hat, von Samen auf. Und jetzt sind da einfach Früchte dran. Hier kommen auch schon welche raus. Wurzeln sogar. Ja. Wurzelfrüchte. Die hier sind noch sehr klein. Also die würde ich noch nicht rausnehmen. Nee, das wäre schade. Aber die hier, die sind schon, oder die beiden, die sind super. Wenn du magst, kannst du einen ernten. Sehr gerne. Perfekt. Genau so stellt man sich doch ein perfektes Radieschen vor. Yes. Ja. Cool. Willst du die jetzt wieder abwaschen? Ja, ich mag es nicht, wenn es knirscht. Okay, okay. Dann kannst du ja vielleicht mal halten. Mhm. Dann esse ich das. Genau. Hier. So, jetzt kommt die Kostprobe. So, einmal abmachen. Das ist auch wieder gutes Mulchmaterial, das können wir einfach drauf lassen. Das ist nicht schlimm. Mahlzeit. Hm. Und lecker. Richtig lecker. Mhm. Die eigenen Radieschen schmecken immer am besten, oder? Absolut. Immer. Hm. Guter Snack. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, so was Schönes zu sehen. So, wir sind jetzt an einem ganz besonderen Ort angekommen. Merlin ist natürlich auch am Start. Hi, ich bin immer noch da. Merlin ist immer noch da. Im Hintergrund haben wir ein paar schottische Hochlandrinder entdeckt. Das ist tatsächlich meine Lieblingsrindsorte. Ich finde die so cool, dieses Zottelfell. Und genau, jetzt gleich zeigen wir euch den Ort, an dem wir sind. Und ja, wir hoffen, ihr freut euch drauf. Wir sind jetzt in Haithabu angekommen, einem ehemaligen Wikingerdorf. Und Haithabu war eine richtig wichtige Stätte für die Wikinger auch zum Handeln. Haithabu wurde im Laufe der Zeit echt oft angegriffen von allen möglichen Gruppen.
Den letzten Angriff hat es allerdings nicht überstanden. Da wurden sie von slawischen Truppen angegriffen. Das Handelszentrum hat sich damit hier aufgelöst und dadurch wurde zum Beispiel Schleswig eher zum Handelszentrum an der Schlei. Sehr schade, weil die Lage hier ist wunderschön. Bitte. Das ist ein bisschen wie im Horrorfilm, aber tatsächlich fühle ich mich hier sehr wohl in Haithabu. Das ist für mich voll der friedliche Ort. Also falls ihr mal im Norden seid und sehen wollt, wie Wikinger früher gelebt haben, dann kommt gerne vorbei und fahrt nach Haithabu. Können wir nur sehr empfehlen. Ich habe den Garten entdeckt. Die Wikinger haben natürlich auch versucht, viel Gemüse anzubauen. Und die haben das hier so ein bisschen mal nachgestellt, was sie auch damals gegessen haben und was sie angebaut haben. Seht mal selbst. So, wir haben jetzt schon richtig viel gesehen von Haithabu. Na Merlin, ja. Wie gefällt es dir? Ich finde es schön hier, ja. Der Zugang zum Wasser, die nachgebauten Häuser von damals, kann man einfach gut nachvollziehen, wie die Leute damals gelebt haben. Ja. Und eine schöne Reise in die Vergangenheit. Ja. Und man sieht hier Sumpfbinsen, die wachsen da überall. Und wenn man hier die grüne Schicht außenrum abschält, kommt dieser schaumstoffartige Kern zum Vorschein und den kann man als doch für eine Öllampe verwenden. Wurde in alten Zeiten angezündet, mit Fett getränkt und dann hatte man eine Licht- und Wärmequelle, zumindest eine Lichtquelle, Wärme vielleicht nicht so viel, aber ja, sehr schaumstoffartig. Cool, wusste ich auch noch nicht, aber macht voll Sinn. Probier. Ja, nehmen wir mit. Ja, okay, nehmen wir mit. Probier. Ja, Leute, es ist soweit. Ich gehe jetzt. Say goodbye. Say goodbye. Es gibt auch so einen Schlager. Goodbye, my love, goodbye. Ja, hier, Demi Rosus. Ja, ja. Goodbye, auf Wiedersehen. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, auf Wiedersehen. Okay. Ich glaube, ich beende jetzt diesen Schlager-Move so ein bisschen. Und wir sagen Merlin jetzt nämlich tschüss. Merlin muss weiter. Es geht ab nach Schweden. Schweden. Die alte Heimat. Genau, Davids alte Heimat. Und wir sagen jetzt tschüss und freuen uns, wenn er irgendwann mal wiederkommt. Ja, vielen Dank. War wunderschön hier. Danke, wir auch. Vielen Dank für deinen Besuch. War richtig cool. Ja, schöne Mann. Reise dir. Dankeschön. Und auf dem Rückweg. Ne? Ja, gerne. Bis herzlich willkommen. Ja. Vielen Dank. Alles richtig Gute gut. Für euren Hof, für euer Leben. Danke. Vielen Dank auch für deine Unterstützung. Wir sehen uns bestimmt noch ein paar Mal. Jawohl. Schöne Reise dir. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Find what I was looking for, but when it did, it all fit together. It took a long time to see what was in front of me, and I can't lie, no matter how I try. Thank you.
weiteres Video ist zu Ende. Wir hoffen, das heutige Video hat euch gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal Brennnessel gegessen habt und wie ihr das fandet. Und ob ihr gerne mehr Kräutervideos von uns sehen würdet. Ja, wie ihr wisst und wie ihr seht, hier ist immer richtig viel los. Das heißt, dass wir auch manchmal etwas länger brauchen, um das Video zu bearbeiten. Wir geben uns auch immer richtig viel Mühe. Ja, wir machen uns manchmal schon so ein bisschen so einen Druck, dass wir das richtig gut machen. Und dann dauert das halt auch bei uns einfach ein bisschen länger, weil wir natürlich auch noch einen Hof schmeißen und Vollzeitjobs haben und noch eine Hofgemeinschaft. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen nach oben. Darüber würden wir uns riesig freuen. Und für diejenigen, die neu auf dem Kanal sind, ihr könnt auch gerne abonnieren und vergisst nicht die Glocke, damit ihr auch immer auf dem Laufenden bleibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.